Texas ist groß. Und des Amerikaners. Der Schweizer zum ersten Mal vorn. Feder wird, und das sehen wir hier schon zu Beginn. Nicht sauber getroffen, Ball ist aber gut. Und der noch besser. Die Idee von Spedia ist gut. Viel über die Rück. Prima. Ah, Spedia gefällt mir. Der geht hier über Henry. Das ist ja das Fatale aus der Sicht von Spedia. Ja, das macht er gut. Aggressiv in die. Dann aber auch unfassbar gut. Das ist richtig gut. Tolles Aufschlagspiel von Espedia, der bleibt dran. Da war Federer 12. Hat sicherlich noch nicht so zwingend darüber nach. Oh ja. Espedia, der hat eine Nase dafür. In der Heimat, vor den eigenen Leuten, im Gepäck. Und darunter nicht irgendwelche Kaffeefahrten, sondern zwei Grand Slams. Andy Roddick. Zu gut. Lange warten und den Punkt machen. Breakchance Federer. Da ist der Weg zu weit und dann gibt es mal eine Aussage, die. Mal der Blick auf den Spieltag von morgen. Es ist zu clever. Spedia bleibt der Devise treu. Unfassbar. Viel zu spät getroffen, aber irgendwie dann. Der ist dann zu lang gespielt. Der Federer nimmt dem Amerikaner zum zweiten Mal das Service ab und holt sich den ersten Satz mit 6 zu 3 nach 38 Minuten. Das sah lange Zeit nicht danach aus, denn der Federer. Phänomenal. Ses services. Ouais, superbe.
c'est le meilleur record de la saison. Absolu. Magnifique. À quelle première volée il est allé chercher, en faisant rejouer l'Américain. De toute façon, il aurait le dernier mot au filet. C'est 100% confiance en ses moyens. Troisième ace. Peut-être remporter un set. Magnifique. Ouais, ça mérite des applaudissements. À l'Américain qui essaye de mettre... Et au centre, sans prendre le moindre risque, complètement pris la mesure du service adverse. Ouais, on a l'impression qu'il accélère quand il veut. Son avance au classement, notamment sur Nadal. Ah, une balle qui doit toucher la ligne. Encore et toujours, hein. Peu et va faire la différence. Encore beaucoup de facilité. C'est une faute en coup droit, mais pas deux, hein, de la part.